Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen gerne zeigen, wie Sie ein sicheres und zugleich möglichst einfach zu merkendes Passwort für Ihre KeePass-Datenbanken erstellen können. Diese Datenbanken sind nämlich leider immer nur so lange sicher, wie es auch Ihr Passwort ist. Ein ideales Passwort sollte mindestens 12 Zeichen lang sein. Es sollte bunt gemischt aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen sein. Und es sollte immer nur für eine einzige Datenbank genutzt werden. So ein Passwort ist dann leider sehr oft schwer zu merken, aber man kann sich eines kleinen Tricks behelfen, um sich so sein geeignetes Passwort zu erstellen. Man bildet sich einen Satz aus seinen persönlichen Daten. In diesem Beispiel jetzt: Mein Name ist Florian Herz und ich wohnte vor 6 Jahren in der Kastanienallee 25 in Karlsruhe. Dann nimmt man alle Zahlen und Sonderzeichen sowie die jeweils ersten Buchstaben eines jeden Wortes und erhält ein für Außenstehende scheinbar zufällig zusammengewürfeltes Passwort. Danach kann man noch zusätzliche Sonderzeichen einbauen. Hier habe ich zum Beispiel das Und gegen ein Kaufmanns-Und ausgetauscht. Das Ganze lässt sich dann natürlich nach Belieben anpassen, um so sein persönliches, sicheres und leicht zu merkendes Datenbankenpasswort zu erstellen.